Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal ein Feedback geben. Ich habe jetzt quasi den Winter über meine selbst eingebaute Wärmepumpe getestet und heute fange ich an mit einer Serie. Was habe ich alles für Fehler gemacht? Was würde ich so nicht mehr machen? Und heute gleich Teil 1, ganz wichtig. Wärmepumpe plus, ihr seht es hier im Hintergrund, Pufferspeicher, eine super Idee. Es geht auch ohne, aber Pufferspeicher ist erstmal nicht negativ und kein Fehler. Was aber ein Fehler ist, ist Wärmepumpe plus Pufferspeicher plus Einschichtrohr. Darum wird es heute in diesem Video gehen. So, das für alle, die jetzt noch dabei bleiben wollen und sich mit dem Thema Einschichtrohr schon beschäftigt haben. Ich selber habe irgendwie vor, ach, ich weiß es schon gar nicht mehr, vor 10 Jahren das erste Mal was von Einschichtrohren mitgekriegt. Damals immer im Zusammenhang mit Solarthermieanlagen. Ich habe selber eine Solarthermieanlage. Ihr seht hier vielleicht dieser blaue Speicher. Das ist quasi ein 400 Liter Frischwasserspeicher. Und an dem hängt eine Solarthermieanlage mit 4 Röhrenkollektoren. Und faktisch von Mai bis Oktober haben wir damit in den letzten Jahren immer unser Warmwasser gemacht. Und es war schon so, dass im Sommer viel zu viel Wärme da war. Ich habe dann diesen blauen kleinen Speicher bis auf 80 Grad aufgeheizt, und dann trotzdem noch ganz viel Wärme verschenkt. Daher habe ich mich früh damit auseinandergesetzt. Ich will einen größeren Pufferspeicher, wo ich Heizungswasser aufwärme, weil das kann man dann zumindest auf 90, 95 aufwärmen. Und in dem Zusammenhang mit Solarthermie war dann Einschichtrohr ein geiles Konzept, weil man damit ja die Wärme an der Stelle im Speicher einschichten kann, wo sie ist. Und man verhindert damit, dass sich das Wasser im Speicher einfach durchmischt. Ja, und dann, wenn 40 Grad warmes Wasser reinkommt, sich aber mit 20 Grad warmem Wasser trifft, dann ergibt sich dann 30 Grad kaltes Wasser, anstatt dass die 40 Grad warme Wasser sich ganz oben im Speicher einfach ansammelt. Dafür ist ein Einschichtrohr super. Das Konzept vom Einschichtrohr ist auch einfach. Das Einschichtrohr ist dicker. Dadurch reduziert sich die Fließgeschwindigkeit im Einschichtrohr und dann nimmt man einfach die Physik und das warme Wasser steigt dann im Einschichtrohr auf und geht dann da an einem passenden Anschluss in den Speicher. Zeige ich euch alles gleich noch. So, und das habe ich 1:1 auf Wärmepumpe übertragen. Ja, weil ich habe auch gesagt, mit der Wärmepumpe ist das System gleich. Und ja, da war mein erster großer Denkfehler. Meine Solarthermieanlage ist eine Low-Flow-Anlage. Ja? Die hat eine niedrige Fließgeschwindigkeit. Da schauen wir nachher auch mal hin. Ich meine, wir reden da über 7 Kubik. Nein, Quatsch. Ja, wir schauen nachher dahin, dann schauen wir und dann in der Zusammenfassung zeige ich es. Also, das ist eine Low-Flow. Da fließt das Wasser ganz gemütlich und langsam. So, da funktioniert Einschichtrohr. Habe ich noch nicht ausprobiert. Bin ich aber fest überzeugt und ich werde meine Solar irgendwann auch noch hier mit anschließen. Aber bei meiner Wärmepumpe, da nehme ich euch jetzt mit und wir schauen es uns an. Eine Minute. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Also ich teste gerade, deshalb hängt hier eine andere größere Pumpe. Und wir schauen uns jetzt aber viel interessanter hier das an. Moment. Aha, Moment. So, ihr seht gerade, von meiner Wärmepumpe kommen gerade 6,3 kW Leistung und es kommen gerade 1,2 Kubikmeter Wasser pro Stunde von meiner Wärmepumpe. Und für diese 6 kW ist das auch das Minimum, was ich brauche, damit die Wärmepumpe einfach die Wärme los wird. Ja, ihr seht, ich habe hier, das sind 28er Kupferleitungen. Und also das war die kleinste, das dünnste Rohr, was für diesen Anwendungsfall noch ging, aber trotzdem bei einer Fließgeschwindigkeit von 1,2 Kubikmeter die Stunde. Und 1,2 Kubikmeter die Stunde ist verdammt viel Wasser.
Und wenn ich meine Wärmepumpe, weil die läuft jetzt nur reduziert auf 30 Hertz, wenn ich die mit 50 Hertz betreibe und sie anstatt 6 kW 9 bis 10 kW macht, dann muss ich auch auf der Umwälzpumpe noch eine Stufe höher gehen. Und dann bin ich irgendwo bei 1,4 Kubikmeter die Stunde. Ja, und dann können wir jetzt auch gerne zum Einschichtrohr schauen. Ja, also es ist ja jetzt schön eingepackt, aber ihr seht hier, der oberste Anschluss geht oben in Speicher. Dann haben wir in der Mitte einen, der in Speicher geht. Und einen unten. Und hier ist mein Mega 54er Einschichtrohr, was dann hier auf 28 geht. Und hier sehen wir gerade, kommt auch irgendwo so um die 45 Grad. Ja, sogar, das sind schon 50 Grad, die gerade von der Wärmepumpe kommen. Und hier unten ist, wo wir das Wasser aus dem Speicher nehmen. Und hier unten haben wir 40 Grad. 40 kommen raus und 50 gehen gerade rein. So, dann nehme ich euch mal wieder in die Hand. So, also die Idee ist weiterhin super toll gewesen. Das Wasser wird jetzt weiterhin in dem 54er Rohr natürlich langsamer. Aber meine Messungen haben eindeutig gezeigt, dass das noch immer viel zu schnell ist. Und dass es mir den gesamten Speicher zerfetzt. Oder also zersprudelt, wie ist jetzt das richtige Wort? Ich nehme euch dann gleich mal mit in meine Auswertung und da werdet ihr sehr schön sehen, dass, nehmen wir jetzt mal an, der Speicher sind 1000 Liter und die oberen 500 Liter sind auf 50 Grad. So, und die unteren sind aber dadurch, dass ich Heizbetrieb und sowas hatte, abgekühlt. Und die Wärmepumpe fängt dann an mit einem, sagen wir mal, es gehen 30 Grad in die Wärmepumpe und es kommen 35 zurück. Und dann schaffe ich es mit diesen 35 Grad, meine 500 Liter 50 Grad warmes Wasser kalt zu spülen, wenn ich die Wärmepumpe dann wieder einschalte. Und das ist genau das, was man ja eben nicht wollte, dass sich die unterschiedlichen Wasserstufen vermischen. Daher mein Tipp. Macht's nicht so, wie ich es gemacht habe. Einschichtrohr und Wärmepumpe hilft nicht, bringt nichts. So, so viel hier. Dann nehme ich euch gleich mal mit an den Monitor, um euch noch reale Zahlen zu zeigen. Hier noch den kurzen Blick auf die Solarstation von meiner Solarthermie. Hier. Ausgleichsgefäß, Station mit einer schon geupgradeten PWM-gesteuerten Effizienzpumpe. Und hier ist der Flow-Anschluss. Und auch wenn der Fokus hier vielleicht nicht funktioniert, der geht von unten 1 Liter die Minute auf oben 13 Liter die Minute, um ein Gefühl zu haben. So, das muss man jetzt irgendwie mal 60 nehmen, um ein Gefühl zu haben. Und das ist ja einfach. Also bei 1 Liter die Minute wären das nur 60 Liter die Stunde. Und meine Wärmepumpe, nochmal, die setzt 1200 Liter die Stunde um. Und leider läuft die Solarthermie gerade nicht, aber ich kann euch sagen, ich fahre irgendwo zwischen 1 und 3 Liter die Minute mit meiner Low-Flow-Anlage. Da wäre Einschichtrohr definitiv das Richtige. Dafür werde ich es wahrscheinlich dann auch nutzen, aber nicht mehr für die Wärmepumpe. Moin Moin! Jetzt zeige ich euch mal anhand meiner Temperatursensoren im Speicher, was das Problem mit meinem Einschichtrohr und der Wärmepumpe ist. Ihr seht hier einen Tag, das war irgendwann jetzt im März, an dem alle Temperaturläufe da sind. So, was sehen wir, ne? Wir haben Speicher oben
Mitte, ein bisschen weiter unten, Mitte und unten. Also ich habe vier Sensoren, die die Temperaturen im Speicher zeigen und die wunderbar die Einschichtung erstmal auch darstellen. Dann habe ich einen Vorlauf in der Wärmepumpe und Vorlauf ist das warme Wasser, was von der Pumpe wieder kommt und Rücklauf ist das kalte Wasser, was zur Pumpe fließt. So, was seht ihr hier? Fangen wir mal ganz an. Wir kommen aus der Nacht. Da haben wir noch immer hier irgendwie 48, 48 Grad ganz oben im Speicher. So, morgens um 6:30 Uhr schaltet sich meine Heizung ein und meine Heizung versorgt sich nur so aus der Mitte vom Speicher. Deshalb seht ihr ab 6 Uhr, wie es in der Mitte nämlich kälter wird. Und natürlich auch unten und ganz unten wird es ein bisschen kälter, aber ihr seht vor allen Dingen, dass die obere Mitte sich dem anderen anwärmt. So, weil hier haben wir jetzt schon die gesamte Wärme, die im Speicher war, haben wir zwischen 6:30 Uhr und 7:30 Uhr eigentlich schon in mein Haus gepumpt. Auch nicht viel, aber diese eine Stunde haben wir das Haus versorgt. So. Dann um 8 Uhr schaltet sich bei mir immer einmal kurz die Umwälzpumpe von der Wärmepumpe an. Das ist der Peak, wo wir einmal die Wärmepumpe auch innen warm machen, damit, wenn die Wärmepumpe sich um 9 Uhr, das seht ihr hier, wirklich einschaltet, dann der Frostschutzwächter in der Wärmepumpe auch nicht der Meinung ist, dass es zu kalt ist. So, dann sehen wir erstmal einen guten Tag. Die Wärmepumpe läuft und ihr seht die dunkelrote Linie, was der Wärmepumpenvorlauf ist. Der ist immer dann hier der höhere und der schafft es dann quasi, den Speicher an allen Stellen kontinuierlich warm zu machen. So, und dann, wenn wir hier rüber schauen, tata, da sind wir irgendwo bei 53, 54 Grad. Dann sind wir eigentlich schon am Maximum. Dann seht ihr hier nämlich, dann schaltet meine Wärmepumpe ab, weil sie bei 55 Grad Auslasstemperatur an der Wärmepumpe ausgeht. So, dann habe ich die Wärmepumpe aber trotzdem angelassen und die hat jetzt halt eine Zeit lang immer ist sie abgekühlt, wieder unter das Limit, wo sie sich einschaltet, dann hat sie wieder aufgefüllt und so weiter. So, dann habe ich irgendwann aber gesagt, jetzt schalten wir die Wärmepumpe ab, so um 13 Uhr. Weil das tut der ja auch nicht gut, dass es dauernd an aus geht. So. So, währenddessen wurde mein Haus natürlich weiter geheizt aus der Mitte. Das seht ihr hier, weil dann quasi Speicher oben Mitte, der geht wieder runter. So. Dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, jetzt ist es aber zu kalt und ich muss die Wärmepumpe doch wieder einschalten. Das könnt ihr hier wieder an dieser roten Linie sehen. Da, wo die wieder hochgeht, habe ich die Wärmepumpe eingeschaltet. So, und wenn ihr jetzt hier nochmal so hochguckt, also hier hat man noch wunderbar irgendwie so 53 Grad ganz oben im Speicher. Zupp, Wärmepumpe eingeschaltet. Und ihr seht, wie sofort, ne, innerhalb von einer halben Stunde sind diese 50 Grad weg. Die sind dann halt auf das, was die Wärmepumpe macht, abgefallen. Weil sich quasi der gesamte Speicher einfach durchmischt hat. Und dann schafft es die Wärmepumpe auch nur noch hier wieder auf knapp 50 Grad zu kommen um 16 Uhr. Und aus irgendeinem Grund habe ich da dann wieder manuell gesagt, das langt jetzt von der Wärme für heute, lass uns so. Und ihr seht ja, dann das Haus hat auch gar nicht mehr so viel Wärme gebraucht, weil ihr seht, die blaue Linie, die grüne Linie, Speicher 2 Mitte, aus dem das Haus versorgt wird, ist noch lange so geblieben, bis dann wirklich hier gegen 20 Uhr es dann bergab ging. Ja. Ja, also das, die Übersicht, das ist definitiv meine Installation von einem Einschichtrohr nicht funktioniert. Es gibt noch einen Punkt, den ich auf jeden Fall nicht gut gemacht habe. Ich habe zwar das 54er Einschichtrohr, aber der Übergang vom Einschichtrohr in den Speicher ist nur 1 Zoll. Das heißt, da wird das Wasser wieder schneller und fließt dann mit schnellerer Geschwindigkeit natürlich in den Speicher. Es hat aber trotzdem ja. Ich glaube aber inzwischen nicht mehr, dass es das besser machen würde, weil einfach die 1,4 Kubikmeter die Stunde, das ist so ein Wasserdurchfluss, der sorgt einfach dafür, dass es im Speicher so viel Wasserbewegung gibt, dass sich das Wasser, also in einem Standardspeicher, der nicht irgendwelche tollen Einschichtplatten oder sowas hat, halt so verhält. Ja.
So viel zu Video 1 meiner Videoreihe, was ich alles falsch gemacht habe. Video 2 wird auch noch kommen und da geht es dann um die Frischwasserstation, die ich definitiv auch als Fehler deklarieren würde. Aber dazu im nächsten Video. Macht's gut, hat mich gefreut. Ciao, ciao.